am Schluss des Tages bin ich nicht der, der hier entscheidet. Mir hat mal jemand gesagt, ich muss mit Softpower agieren. Mein Name ist Christoph Zurflü, ich bin Gebietsmanager von Luzern Nord. Luzern Nord sollte ein lebenswertes, lebendiges, kreatives Zentrum werden, wo etwa 4'000 Leute arbeiten werden, etwa 1'500 neue Wohnungen, 800 bis 1'000 Studienplätze unter dem Stichwort Smart City. Ein Gebietsmanager koordiniert ganz viele verschiedene Themen, die hier aufploppen. Ich probiere Themen, die niemand wirklich möchte, anpacken, vorwärts zu treiben und das Ganze ein bisschen in Gang zu bringen. Wir sind jetzt hier am Bushub von Emmenbrück. Das ist eigentlich wieder das neue Stadtzentrum. Ich finde es eigentlich spannend, hier zu stehen und zu sehen, wow, das geht jetzt hier von hier aus los. Also wir sind hier gerade im Nordpol, im Gebiet Rüsszopf. Das ist ein neuer Ort, der jetzt wirklich auch entstanden ist für die Leute, die hier wohnen werden. Aber was schön ist und was mich sehr fasziniert, das ist, dass der Raum schon voll entdeckt worden ist. Das lebt. Früher sind ja die Luzerner immer in See baden und Rüsschwimmen haben nur ein paar wenige gemacht. Und dank dem Ort jetzt, den man neu gemacht hat, ist plötzlich Rüsschwimmen populär. Ich gehöre zu denen auch, die vorher nie, ich bin nie die Rüster abgeschwommen. Und mit dem habe ich das auch entdeckt und ich finde es wirklich grossartig. Und was ich auch super finde, ist, dass du hier mit dieser Buvette kannst immer etwas trinken. Wir sind hier im NF 49, in der Zwischennutzung von Luzern Nord. Es ist ein super Experimentierfeld und auch ich habe hier innen mein Büro. Früher hat man vielfach einfach gebaut, fix, fertig. Und heute kommt man immer mehr weg im Bereich von Stadtentwicklung. Man tut viel mehr ausprobieren. Und ich glaube, NF 49 ist ein guter Anfang. Und da merken wir, was funktioniert und was nicht. Kritisch ist sicher der Faktor Zeit. Also es braucht bei vielen Sachen, wo wir eigentlich dran sind und auch die Bauherren hier dran sind, es braucht eigentlich immer mehr Zeit, als man denkt. Das ist manchmal etwas zermürbend, auch für die Leute, die ein Projekt realisieren wollen. Ich probiere halt einfach die Leute wieder können zu begeistern und zusammenzuholen an den Tisch und zu sagen, es ist jetzt wirklich mühsam und ich verliere jetzt dann auch bald Geduld. Aber wenn wir jetzt aufgeben, ist es einfach im falschen Zeitpunkt. Also es ist vielleicht auch ein bisschen die Rolle vom Gebietsmanager, dann wieder die Leute zusammenzuholen. Wir sind hier direkt an der kleinen Emme. In ja, vielleicht 5 Jahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, werden hier hinten Wohnhäuser stehen. Und da hat man jetzt eigentlich schon Vorarbeiten gemacht. Also die Leute werden hier runter können. Und ich freue mich darauf, irgendwie in ja, ein paar Jahren wieder hier zu sitzen und hoffe, dass dann noch andere Leute auch hier werden sitzen. Also ich darf überhaupt nicht davon ausgehen, dass ich das je wie fertig gesehen und dann so mein Amt ablegen als Gebietsmanager. Ich habe natürlich, ich sage jetzt für meine Arbeit, so ein bisschen den Anspruch, dass man möglichst viel anstoßen kann, dass möglichst viel in Gang kommen, wo nachher eigentlich wie die Prozesse ein bisschen weit dann auch von alleine laufen tun. Und da bin ich dabei und unterstützen und vernetzen. Aber eine Smart City sollte auch nie fertig sein.